Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Full Face mit den neuesten Produkten von Make-up Revolution. Ich bin richtig gespannt, weil falls ihr mich schon länger als zwei Videos guckt, wisst ihr, wie Make-up Revolution und ich zueinander stehen. Es ist so eine Hassliebe und ich bin mir so ein bisschen unsicher. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, was ich von der Marke halten soll. Ich gehe aber wie in jedes Video ohne Vorbehalt in dieses Video rein. Ihr wisst, ein paar Produkte von Make-up Revolution bzw. XX Revolution sind einer meiner Favoriten. Und ich dachte mir, ich gebe einfach den neuen Produkten auch eine Chance. Weil nur weil ein Produkt oder 10 Produkte für mich nicht funktionieren, heißt es das nicht, dass die ganze Marke für mich nicht funktioniert. Und ich weiß, dass viele von euch sehr, sehr gerne Make-up Revolution nutzen. Und ich möchte euch natürlich auch das zeigen, was euch interessiert. Ich habe die Produkte von Cosmetic for Less zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe auch einen Code von Cosmetic for Less für euch. Für Make-up Revolution mit dem Code MAXIM20 gibt es 20% auf Make-up Revolution. Ich setze euch alle Produkte, die ich hier benutzt habe, in die Infobox. Gilt aber natürlich auch alle anderen Produkte. Freunde, die Kiste ist voll. Ich habe viel zu viel mir ausgesucht. Wir schauen einfach mal, wo mich die Lust hintreibt. Und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Freunde, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt meinen Kanal, denn in den nächsten Wochen ist es soweit und es wird ein Video droppen, was alles verändern wird. Beauty Deutschland wird Schock sein. Ihr werdet Schock sein. Es gibt mehrere Videos, nämlich drei, nee, zwei mit drei Launches. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr dringend den Kanal abonnieren. Es hilft mir natürlich immens und ihr seht mich dann dreimal die Woche. Falls ihr es wollt. Okay, Freunde, jetzt geht's aber los. Das Einzige, was ich schon drauf gemacht habe, sind meine Augenbrauen. Das suche ich mir meistens nicht aus, weil ich finde, das ist einfach Verschwendung, wenn ich das einmal benutze und dann landet es eh in der Kiste. Ich möchte aber anfangen mit einem Primer und der ist von Revolution Pro und das ist der 24 Karat Gold Primer. Das ist ein Hydrating Serum Infused Primer. Hier sind 28 Milliliter mit drin und das kommt in einer Glasflasche. Also Revolution Pro ist ja wirklich so ein bisschen diese Make-up-Artisten-Kollektion. Es gibt, glaube ich, 20 verschiedene Reihen mittlerweile von Make-up Revolution. Ich blicke da selber nicht mehr durch, was der Unterschied ist. Aber das ist so ein sehr dickflüssiger Primer und da sind wirklich Goldflakes mit drin. Ob es wirklich Gold ist, weiß ich nicht. Aber das verteile ich mir einmal in meinem Gesicht. Ist nicht parfümiert, also es ist jetzt kein künstlicher Duft mit drin. Es riecht so ein bisschen nach Produkt, aber nicht schlecht. Fühlt sich auch sehr, sehr feucht an und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt auf meiner Stirn. Es ist ja ein feuchtigkeitsspendender Primer. Er wird so ein bisschen tacky. Ich mag das persönlich sehr, sehr gerne, wenn so ein Primer so ein kleines bisschen klebrig auf der Haut wird, aber fühlt sich gut an. Ich bin ja eher so ein pragmatischer Mensch, ne? Also diese Gold Flakes, Gold hat für die Haut gar keinen Nutzen. Literally gar keinen Nutzen. Es sieht einfach nur schön aus. Das Packaging ist auch sehr schön, muss man dazu sagen. Manche Produkte von Revolution sind ja eher so, so eher Sabrina Rudnick. Manche Produkte haben aber von der Qualität her, von der Verpackung her schon so ein bisschen mehr. Sachen sind auch unterschiedlich bepreist. Ich blende euch die Preise mittlerweile auch so oft es geht ein. Aber ja, gefällt mir auf den ersten Eindruck ganz gut. Eine Foundation habe ich mir nicht ausgesucht, denn ich habe drei bzw. zwei Foundations von Revolution, die ihr schon kennt und die ich sehr, sehr gerne nutze. Einmal ist es die Revolution Conceal and Hydrate Foundation und dann ist es die XX Revolution Foundation, also die mit der rosanen Kappe. Ich habe auch die mit der schwarzen Kappe, zu der greife ich nicht so oft. Die XX Revolution Produkte gibt es noch nicht bei Cosmetic for Less, da ist Douglas im Moment noch so ein bisschen exklusiv. Ich mache mir einfach so eine Mischung aus allen dreien. Die XX Revolution ist so ein bisschen rosastichiger, die andere ist eher so ein bisschen gelbstichiger und ich vermute, dass ich dadurch
eine sehr, sehr schöne Farbe für meine Haut hinkriege. Ich mische mir das Ganze hier wieder auf meiner Mischplatte so ein bisschen an und dann tragen wir das Ganze einmal auf. Ich habe mit diesen Foundations fast das perfekte Color Match. Dadurch, dass ich jetzt die Revolution Hydrate Foundation noch mit reingemacht habe, ist sie ein bisschen heller. Und falls ihr mein Drama vom Montag mitbekommen habt, es war ein kleiner Selbstbräuner. Nicht Unfall, aber wir haben es ein bisschen übertrieben. Ich dachte, so eine Schicht kann jeder. Ich mache einfach zwei Schichten und dann, naja. Gott sei Dank ging der Selbstbräuner, den ich da benutzt habe, recht schnell weg. Ich arbeite mir das einfach hier so ein bisschen ein und mag die Foundation sehr, sehr gerne. Also, was ich gehört habe von Fräulein T. und bei Janine ist, dass sie die Serum Foundation von Revolution Pro, also die in dieser Pipette kommt, sehr, sehr gerne mögen. Ich muss mich mal so ein bisschen mit den Mädels kurz schließen und fragen, was sie für eine Haut haben und wie sie damit zurechtkommen, weil, also ich muss sagen, die Revolution Foundations an sich finde ich persönlich nicht schlecht. Ich arbeite mir das hier nochmal so ein bisschen ein. Die finde ich persönlich nicht schlecht. Ich mag sie ganz gerne. Sie sind halt preislich recht okay für eine Drogerie Foundation. Und sie erfüllen den Zweck. Es gibt sehr, sehr viele Farben. Das finde ich beachtenswert. Damals schon gewesen, dass Revolution da wirklich sehr, sehr hinterher ist mit den Farben. Base gefällt mir gut. Primer sieht immer noch sehr, sehr feucht aus. Auch in Kombination mit der Foundation. Also, ob er jetzt einen langzeittollen Effekt hat, kann ich euch nicht sagen. Ihr kennt meine Meinung zu Primern. Es ist eher nur so ein... Ach ja, sieht ja nett aus, aber ob wirklich viel passiert, we don't know. Als Concealer auch keine Überraschung ist der XX Concealer in der Farbe CX9. Oh, diese Katzenhaare in der Foundation. Falls ihr Katzen habt, was macht ihr dagegen? Ich glaube, man kann da nichts machen, oder? Oh, es juckt so. Toller Concealer, sehr, sehr deckend. Hat mein Tarte Shape Tape abgelöst, kostet die Hälfte knapp und kommt in extrem vielen Farben. Welchen Concealer ich auch sehr gerne von Revolution benutze, den es auch bei Cosmetic for Less gibt, ist der Conceal and Hydrate Concealer. Der ist wirklich feuchtigkeitsspendend. Also wenn ihr mit trockenen Unteraugen zu kämpfen habt, ist das wirklich eine gute Sache. Ich zeige ihn euch einmal. Das ist dieser hier, der kommt passend zu der Foundation. Den gibt es auch in unglaublich vielen Farben. Auch ein sehr guter Concealer. Das war auch so ein, ja, das war eine gute Alternative zum Tarte Shape Tape, weil er halt nicht so trocken ist. Also falls ihr einen Dupe zum Tarte Shape Tape in Feucht sucht, that's for you. Ich lasse das Ganze kurz so ein bisschen antrocknen. Der XX Concealer ist sehr, sehr cremig. Und wenn ich den nicht so ein bisschen kurz antrocknen lasse, dann nehme ich mir die Deckkraft raus, die er hat. Das ist ein Tipp, den ich euch oft gebe. Concealer rauf, kurz warten, macht euch einen Kaffee, nehmt da euren Schwamm und dann verblendet ihr ihn einfach. Ich muss sagen, die Base gefällt mir wirklich gut. Sieht sehr prall, Full Coverage aus. Und ja, sieht so ein bisschen feucht aus. Das ist genau das, was ich mag. Wir setten das Ganze jetzt aber und da bin ich sehr gespannt. Denn das ist ein Produkt auch von Revolution Pro. Und so Base-Produkte finde ich immer ganz spannend, wenn sie so Pro sind. Weil ich habe ein Fotoshooting hier zu Hause gemacht. Die Fotos seht ihr bald. Und wenn man Fotos, so High-End-Editorial-Fotos für Kampagnen oder so macht, ist das Make-up, was man macht, ein ganz anderes als das, was man für den Alltag macht. Und auch ein ganz anderes für das, was ich jetzt hier beispielsweise mache. Für die Kampagnen habe ich meine Foundation beispielsweise nicht gesettet, damit die Foundation so in die einzelnen Poren reinrutscht so ein bisschen und das Hautbild sehr ebenmäßig aussieht. Unter den Augen muss ich das Ganze aber setten. Und das mache ich mit dem CC Perfecting Pressed Powder. Das hat Hyaluronsäure und Antioxidantien drin. Und das Packaging ist fantastisch. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist hier so, das sieht aus wie Kunstleder. Und das ist mein absolut, ich liebe dieses Design. Es ist ein bisschen hell, sieht das aus. Und das ist sehr, sehr fein. Also ich habe es hier mal auf dem Finger. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre da Glow mit drin. Finde ich super, super spannend. Nehme jetzt einfach mal einen großen, fluffigen Pinsel und gehe hier rein. Nehme wirklich viel Produkt in den Pinsel auf, klopfe ab. Und dann sette ich damit meinen Concealer. Und ich, das ist so ein Trick, wenn ihr wirklich eine leichte Foundation haben wollt. Ladet den Pinsel voll auf und dann einfach hier rüber gehen. Wow. Schaut euch das mal an. Könnt ihr das erkennen? Sieht es aus, als wäre die Base noch feucht. Santa Maria. Im Günstmaus ist Shaking. Geh nochmal rein, guck nach oben und dann presse ich hier einfach so ganz leicht unter meinen Augen lang. Ich werde nicht sagen, ne? Aber das gefällt mir unter den Augen besser als das Charlotte Tilbury Puder. Schaut mal meine Stirn, sie ist ja so ein bisschen glowy und jetzt gehe ich hier einfach rüber und sie mattiert
ohne zu viel Glow wegzunehmen. Also es settet einfach nur die Foundation. Gibt's auch in vielen verschiedenen Farben, aber das sieht wirklich schön aus. Ich finde, in der Kamera sieht das immer alles recht ähnlich aus. Falls ihr die Möglichkeit habt, schaut mal in der Ecke da auf die Punkte und dann könnt ihr die Qualität auswählen. Falls ihr ein iPhone habt, da weiß ich, dass es teilweise schon geht, könnt ihr das Ganze in 4K auch schon auf dem iPhone gucken. Das ist dann 2180, also das, was über 1080 Pixeln ist. Dann seht ihr so ein bisschen mehr. Ich nehme jetzt nochmal eine Ecke von meinem Schwamm, gehe hier lang. Dann habe ich von Revolution Glow ein Bronzer, ein Matt-Bronzer in der Farbe Light genommen. Das verunsichert mich so ein bisschen, warum die Marke Revolution Glow heißt, aber dann das Produkt ein Matt-Bronzer ist. Der sieht sehr, sehr dunkel aus und sehr grünlich so ein bisschen. Ich nehme jetzt den großen Pinsel hier, der ist von Catrice übrigens, hat ein bisschen Kickback. Huh! Okay, das ist viel. Ich nehme Produkt wieder ab. Oh, Schandtall. Okay. Hallo? Also, ich gucke jetzt mal gerade in die Kamera. Auf der Seite habe ich gebronzt. Auf der Seite habe ich noch nicht gebronzt. Er ist sehr, sehr dunkel. Aber dadurch, dass er so kühl ist. Ich weiß nicht, ob es mir gerade gefällt oder nicht. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Haltet das Video an. Wie findet ihr die Farbe des Bronzers? Ich kann das immer so schlecht einschätzen. Ob mir das gefällt oder nicht, ich muss das im Tageslicht dann sehen und in der iPhone-Kamera und dann weiß ich, gefällt mir im Bronzer oder nicht. Auf den ersten Eindruck würde ich sagen, ja, ich habe jetzt nur ein bisschen viel genommen. Er ist sehr, sehr kühl. Also das ist so eine Mischung aus Bronzer und Contouring. Ich gehe jetzt nicht noch extra in das Puder rein und bronze einmal die andere Seite und dann schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Okay, ja, tausendmal besser. Also weniger Produkt, dann ist die Farbe sehr natürlich, die ist nicht warm, die Farbe. Ich mag das ganz gerne, wenn der Bronzer nicht zu warm ist, sondern eher so eine Medium-Farbe hat. Aber das sieht wirklich nicht schlecht aus. Ich mag die Base. Es sieht wirklich aus, als wäre ich gerade im Urlaub gewesen. Ein Produkt, was ihr mir empfohlen habt, ist, das ist nicht so ganz neu, aber das ist von Revolution und Roxy, die Blush-Palette. Ich mag die Influencer-Kollaboration von Revolution gerne. Ich kenne Roxy persönlich nicht. Ich gucke sie auch nicht, weil ich nicht weiß, wer sie ist. Aber wir haben 8 verschiedene Blushes drin. Wir haben matte Töne, wir haben Schimmertöne, wir haben so gebackene Töne. Viele Farben für viele Hautfarben. Und ich weiß nicht, welche Farbe ich nehmen soll. Ich glaube, ich gehe erstmal in diese hier. Fühlt sich recht trocken an. Na, ist ein bisschen pinky. Ich mische nochmal so ein bisschen den kühleren Ton hier rein. Okay, pigmented. Gehe ich einfach nochmal mit dem Puder hier rüber und blende das Ganze so ein bisschen aus und dann nehme ich wieder so ein bisschen Farbe weg. Die fühlen sich recht kreidig an. Ich swatch euch mal kurz ein paar Farben. Aber auf der Haut sehen sie wirklich schön aus und ich mag, dass es viele Farben sind. Also, falls ich muss immer so ein bisschen probieren, anders zu denken. Die meisten haben ja nicht diese Masse an Make-up zu Hause und kaufen oder suchen Produkte, die ihnen viel Wert gibt. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, weil ihr einfach viele Farben, verschiedene Farben mit drin habt und einfach schauen könnt, was wollt ihr gerade an dem Tag. Ich kann euch natürlich auch 20 verschiedene Monoblushes zeigen, aber A, wer hat den Platz dafür und B, braucht man das? So eine Palette reicht ja meistens auch. Gefällt mir gut. Ich mag den Effekt auf der Haut und sieht süß aus. Aber Blush ist wie Nudeln kochen. Ich würde einmal ganz kurz ein kleines Päuschen machen. Das Ganze kurz so ein bisschen setten lassen und dann machen wir weiter mit den Augen. So, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt kurz eine Stunde Pause gemacht, den Akku der Kamera ein bisschen geladen. Also, Base sieht immer noch fantastisch aus. Was mir auffällt, ist, dass es so ganz leicht unter den Augen gecreased hat. Ich vermute, es liegt am Concealer, dass der zu viel ist für das bisschen Puder, was ich benutzt habe. Aber ich habe eben noch mal im Tageslicht geguckt. Die Sonne ist gerade aufgegangen hier bei mir im Vorgarten und es sieht wirklich schön glowy unter den Augen aus. Ich finde, dass das Puder so ein wunderschönes Topper-Puder ist. Erinnert ihr euch an diese Pyramide von 183 Days? Long Time No See? Das habe ich ja, das war ein Highlighter und den habe ich so als Topper-Puder benutzt und es sah fantastisch aus. Wenn ihr eure Foundation einfach settet mit einem losen Puder beispielsweise, und das dann overall über euer Gesicht gebt, habt ihr
diesen, das ist, das, lasst euch nicht verunsichern, das ist kein Highlighter, sondern nur so ein perliges Finish. Wunder, wunderschön. Und das gibt eurer Haut so einen schönen frischen Kick. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ich muss jetzt hier nochmal so ein bisschen über meine Augen gehen. Und dann schminken wir etwas Schönes auf den Augen. Hoffentlich was Schönes. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, weil ich habe drei Sachen mir ausgesucht. Ich habe zwei von diesen Neon-Paletten. Einmal die Neon Party Vibes-Palette. Die ist eher so in den Lila-Tönen. Sehr, sehr schön. Dann in Neon-Orange. Das ist die Not a Dream-Palette. Auch wunderschön. Ich liebe diesen grünen Topperton hier. Fühlt sich sehr cremig an. Und dann habe ich noch eine Palette von Tammy. Und das ist die neueste, glaube ich. Tammy ist eine britische Influencerin, die hat schon mal was mit Revolution rausgebracht. Das ist die zweite Runde. Die Palette ist extrem groß und wir haben extrem viele Farben drin. Das sind 28 Farben. Und wir haben von matt bis Schimmer, wir haben sogar Glitzer mit drin. Also ich mag ja diese Glitzertöne nicht so gerne im Alltag, weil es ist einfach zu viel Glitzer für so Editorial-Shoots oder so, aber eine tolle Sache. Wirklich schön und vor allen Dingen finde ich es wichtig, dass auch Influencer mit dunklerer Hautfarbe Produkte rausbringen. Sie haben auch Bronzer und Blushes extra für dunklere Haut rausgebracht, weil sie wissen am besten, wie ein Produkt sein muss, dass es auf dunklerer Haut schön aussieht. Ich finde es immer schwierig, wenn weiße Brandbesitzer Produkte für dunkle Haut rausbringen und sie gar keine Ahnung haben, wie es aussehen soll. Deswegen für ein bisschen Support und weil ich das toll finde, benutzen wir diese Palette. Ich lasse die Palette jetzt einmal vor mir liegen, einfach damit ich hier so ein bisschen besser mit dem Pinsel reingehen kann und schauen kann, wie das Ganze aussieht. Ich mache wieder zwei verschiedene Looks und gehe als erstes in die Farbe Sunrise. Hat ein bisschen Kickback, die Farbe. Und die gebe ich mir hier als Transition Shade hin. So ein schönes Backsteinorange. Bei den Lidschattenpaletten bei Revolution kennt ihr meine Meinung. Die Influencer-Produkte sind immer die besten, finde ich. Das ging rauf wie Butter. Ich verblende das Ganze oben mit der Farbe Dusk. Das ist so ein Senfgelb. Und da setze ich mich hier oben so ganz leicht drauf, einfach um das auszublenden. Das ging wirklich extrem einfach. Wir machen weiter mit der Farbe Sundown. Das ist ein dunkleres Rot. Die hat zum Beispiel gar kein Kickback. Und die setze ich mich hier in meine Lidfalte und baue mir schon mal so eine leichte Crease auf. Auch das geht wirklich überraschend gut. Ich mache zwei verschiedene Looks, weil ihr einfach dann mehr seht, wie sieht so eine Palette aus. Ich blende das Ganze auch gleich hier mit einem etwas fluffigeren Pinsel aus und selbst das geht wunderbar. Ich habe jetzt keine Lidschattenbase genommen. Normalerweise benutze ich immer Lidschattenbases mittlerweile. Du kannst einen Lidschatten erst bewerten, wenn du eine Base benutzt, die ein bisschen feuchter ist und der Lidschatten einfach auch darauf haften kann. Weil wenn euer Lid pupstrocken ist, kann ein Lidschatten, was ein Puderprodukt ist, sich einfach nicht mehr so schön verblenden. Das sieht wirklich schön aus. Ich verdunkle das Ganze weiter und das ist das Schöne an der Palette. Ich zeige sie euch jetzt nochmal. Ihr habt wirklich viele, viele Farben hier drin und könnt viele Looks mit draus machen. Zwei reichen eigentlich fast gar nicht. Ich gehe jetzt in die Farbe Coconuts und presse mir die hier außen hin. Auch das ging beeindruckend gut. Ich nehme jetzt einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe Afterglow rein. Die sieht extrem weich aus und die gebe ich mich hier schon mal so ein bisschen hin. Die ist eher so ein softer Ton. Ich gehe nochmal in die Farbe Glow. Und damit ziehe ich mir schon mal so eine Cut Crease. Die ist ein bisschen softer tatsächlich. Also das ist eher nur so ein softer Schimmerton. Ich mag die Farben. Das sind nicht so diese 0815 Farben. Also die Schimmertöne sind keine Metallic-Töne. Das sind wirklich so Schimmertöne. Finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Ich mag das ganz gerne, weil es einfach viel, viel alltagstauglicher ist, als wenn man so extrem Glitzer auf den Augen hat. Aber ja, doch, ist cute. Auf der anderen Seite gehe ich in die Farbe True Love. Das ist so ein lila-rosa. Und das setze ich mir als Transition Shade einmal hin. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, weil ich keine Base benutzt habe, wie die Farbe rauskommt. Die hat etwas mehr Kickback in der Palette. Auch ein sehr, sehr schöner Ton. Lässt sich extrem gut verblenden. Ich baue es nochmal so ein bisschen auf hier. Und dann dunkle ich das Ganze mit der Farbe Twilight ab. Das ist auch so ein etwas dunkleres Lila und das gebe ich mir hier außen schon hin.
Einige der Farben sind auch gepresste Pigmente. Das heißt, sie können so ein bisschen stain. Auch das finde ich nicht schlimm, weil schaut euch das bitte an, wie extrem deckend diese Farbe ist. Der Pinsel ist auch gut, der ist von BH. Schön. Okay. Ich lieb's. Süß. Jeffree Star is shaking. Ich nehme jetzt bin ich so ein bisschen verunsichert. Die Farbe Moonlight. Moonlight ist auch schön. Das ist auch so ein Topper. Die Texturen sind fantastisch von der Palette. Also das kann ich sagen. Sind extrem viele Texturen. Wir haben so Topperfarben. Wir haben Glitzer, wir haben Metallic, wir haben Matz. Ich gehe jetzt in die Farbe Starry Night. Gebe ich mir hier vorne hin. Und dann in die Farbe Night Sky. Ist ein bisschen dunkler. Und ganz außen in die Farbe Eclipse. Das ist so ein dunkles Lila-Schwarz mit Reflexen. Gefällt mir fantastisch gut. Ich habe nichts dran auszusetzen gerade. Lidschatten gefallen mir wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ich gehe jetzt nochmal mit so ein bisschen Mascara einfach rüber, damit das nicht ganz so verrückt aussieht. Lashes klebe ich mir jetzt nicht auf, weil ich finde, bei zwei verschiedenen Looks, da helfen auch keine Lashes mehr. Und dann habe ich noch ein Produkt für die Lippen. Und das ist von Revolution, der Shimmer Bomb Lipgloss mit Vitamin E. Erinnert mich so ein bisschen, allein der Name schon, an den Gloss Bomb von Fenty. Und dafür habe ich ihn auch gekauft, so als, wir schauen mal, ob es ein Dupe ist. Das Ganze ist sehr, sehr groß. Auch das Füßchen ist extrem groß, wie bei Fenty. Ich gebe mir das jetzt einfach mal pur auf die Lippen, weil das mache ich bei dem Fenty Gloss Bomb auch persönlich am liebsten. Riecht nach Wassermelone. Nach Honigmelone, Entschuldigung. Also ich mag den Geruch von Honigmelone persönlich nicht. Der Effekt ist aber sehr schön. Den über einen Liquid Lipstick. Cute. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look. Full Face mit Revolution. Es war kein Produkt, wo ich jetzt gesagt habe, der Gloss, ich mag persönlich den Geschmack einfach nicht. Ansonsten, das Puder, absolutes Go. Die Base-Produkte, die kennt ihr teilweise schon. Auch die Tammy-Palette, sehr, sehr schön. Der Bronzer, muss ich mich noch so ein bisschen mit anfreunden und schauen, ob ich den ein bisschen softer benutzen kann oder vielleicht mit einem anderen Pinsel. Ansonsten wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schaut gerne bei Cosmetic for Less vorbei. 20% auf alles von Revolution. Und dann könnt ihr mir gerne eure Looks schminken, wie ihr das vielleicht einmal nachgeschminkt habt. Ich freue mich auf eure Nachrichten bei Instagram und auf eure Kommentare. Ich würde sagen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.